Wenn schon, dann schon. Gerne. Ich würde sagen, hat sich. Ja, du hast dich gerade gemutet. Nein, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Ich bin da. Dann kann man also jetzt hier mal runtergehen und seinen Kaktus holen. Und hier geht's dann weiter. Ich habe keinen normalen Stein mehr und sollte im Allgemeinen mal ein wenig etwas entfernen. Achso, hast du den Schalter jetzt schon gemacht für Dings oder hast du nachher für Redstone Torch, wie du das bei deinem anderen hast? Hä? Wie du es bei deinem anderen Let's Play gemacht hast, war das Prinzip. Welches Prinzip? Mit der Meldung, so Beep, unten ist Kaktus und so. Oder wofür zur Hölle hast du sonst einen Schalter da? Achso, ja, das mache ich noch, das mache ich noch, klar. Das meine ich ja. Momentan haben wir kein Redstone, ich habe gerade wenig. Nee, ich auch nicht. Verplant gewesen. Ich habe verplant gewesen, ja. Ich muss nur noch so ein Timelapse machen, dann, wie sich das aufgebaut hat. Hast du dir gerade mein Gras gekrallt? Mein Glas gekrallt? Nö. Ja, habt ihr eben erst welches gebrannt? Ich muss gerade hier wieder ein bisschen Stein an. Klaus mir etwa mein Gras. Eventuell hast du was dagegen? Hast dein eigenes Tütchen. Du musst mit deinen Rationen sorgfältiger umgehen. Und geht dich das an? Mit deinen Rationen umgehen? Hä? Vielen Dank auch Dad, nenn ich mal. Burn, burn, burn. Burn, Mother, beep. Der Kaktus hat mich gerade böse angeguckt. Wir forsten ihn gleich, okay? Okay. Der blöde Kaktus, die Fotze, Alter. Hat er mich voll von hinten angemacht auch. Das kommt alles im Crack, ne? Wo willst du eigentlich jetzt die Bambusfarm machen? Ja, das ist alles im Geht jetzt nach geradeaus oder wie? Ja, indirekt. Nein, nicht ganz, aber fast. Okay, indirekt von geradeaus. Baust du eigentlich die ganze Zeit Feuerzeuge? Ja, ich wollte mal so ein paar bauen, dass mal welche haben. Warum sind denn hier drei Feuerzeuge auf einmal? Ja, ich habe gerade noch eins aus meinem Inventar raus. Achso. Ne, wir bauen noch geschmolzene Steinchen. Du bist der geheime, mysteriöse Bauer davon. Warum ist hier ein Ei? Es kommt hier hin. Das fragt sich auch jedes Mal, wenn du in deine Hose greifst, oder? Der war nicht witzig. Und wetten wir, dass einer der Abonnenten gelacht hat? Wetten wir! Oh, ich wette so. Können wir machen. Okay, und dann ging es hier runter. Da werden sich dann hier die Wege spalten. Wetten wir, der Abonnent ist unter 12 bestimmt. Ja, und? Hauptsache er lacht. Deine, wie nennt man das? Hauptzielgruppe. Ja, komischerweise ja. Nicht ganz. Ich bin ja nicht 12. Es gibt einen linken Weg, einen rechten Weg und einen geraden Weg. Nicht so rechten Weg. Einen weniger rechten Weg. Welcher ist der richtige? Ich find's heraus. Oh Gott, ich hab so wenig Zeit. Falsch, du wirst in die Luft gehen, okay. Wir nehmen auch so den einen Weg hier, das wird der hier sein. Der wird einfach mal in unsere baldige Mine führen. Können wir auch gleich mal so ein bisschen. An unsere was? Was? An unsere was? Unsere zukünftige Diamant- und Redstone-Farm-Mine. Ach so.
Es ist so schön, dir beim Arbeiten zuzusehen. Ja, und ab hier geht dann irgendwo mal eine Leiter nach unten. Dann der eine Weg wird in die Bambusfarm führen und der andere Weg wird in die naja, andere Farm. Getreidefarm. Genau. Und dann höhlen wir doch erstmal ein riesiges Areal sozusagen aus. Kaktus lässt sich aber Zeit, aber. Nee, da wächst schon hin und wieder mal. Ach so. Es wird ja alles runtergespült. Aber erst bei zwei, oder nicht? Nee. So. Der Abschluss, Alter. Voll das Gulli doch da hinten bei dem Kaktus, wie das aussieht. Okay, ich bin schon wieder so leise. Jetzt hört man mich besser. Wir sind aber nicht gleich schon wieder über der Zeit, oder? Ja, wir haben noch 4 Minuten. 5 sogar. Na, 4. Okay. Ich hasse Kies. Also bauen wir einfach mal hier. Jetzt hilf mal mit. Wir bauen hier einfach mal einen schönen großen Raum. Wie groß? Ah, wir verstehen uns, wie groß. Ja, das ist noch ein bisschen klein, aber. Ich weiß. Rein theoretisch könnte man es so lassen für eine zu normale spät. Farm. Ich sag ja auch gar nicht, dass wir es so lassen werden. Nein, meine Eisenspitzhacke ist kaputt. Nein, meine fast auch. Sehe ich gerade. Weißt du was? Gib mir doch deine. Ach nee. So nach dem Motto, meine ist kaputt, deine noch nicht, dann gib mir doch einfach deine. Genau. Brauchst du ja eh nicht. Sehr richtig. Hier, wir waschen neue. Oh, wir sind am Ende des Berges. Also. Wohl eher am Anfang des Berges, je nachdem, wie man das erzählen will. Echt? Aber ich seh's. Ja, muss ja alles hübsch aussehen. Oh, der Ofen ist fertig. Ich rieche frisch gebackenes. Muss gleich Neues reintun. Was haben wir denn? Was hast du denn uns Feines gebacken? Okay. Heute bei sinnlose automatische Farmen. Wie baue ich mir eine automatische? Je nachdem Farm, was man halt gerade will. Und zwar ist es ganz einfach schwer. Das ist ganz schwer und zwar ist es denn jetzt so einfach, dass es schwer ist, oder ist es schon wieder so schwer, dass es eigentlich wieder einfach ist? Ja, das ist fraglich. Also wir machen das folgendermaßen. Jetzt noch eins tiefer. Wir brauchen erstmal 4 breit, das ist schon mal schön, das haben wir bereit. Ich würde es trotzdem eins tiefer machen. Nee, lass mal stecken. Also so würde ich das machen, aber wir müssen doch noch eins weitermachen. Ja, das ist nämlich nervig, wenn man hier direkt gegen das Ding läuft. Gegen was denn überhaupt? Wenn hier jetzt vorne eine Farm ist, dann kommst du ja an. Ja, eben. Nein, ich will meine Schaufel wieder haben. So. Schaufel. Eigentlich bräuchten wir das. Eigentlich, ja, wir könnten es fast sagen. Warte mal, pass auf. Schaufel. Du hast meine Schaufel. Ist egal. Ihr kriegt meine. Schon haben wir beide eine reparierte Schaufel auf ganz unartige Weise. So, jetzt gehen wir doch mal auf hier rumzuspringen. Ja, gut. So. So wird unsere Farm aussehen. So oder so ungefähr, naja. Das ist noch nicht sehr atemberaubend, ich weiß. Kannst du hier noch verbauen? Ich gehe schon mal Wasser anschaffen. Du gehst anschaffen? Ja. Ja, noch hat das Ganze ein bisschen Zeit. Ah, ich will es aber trotzdem machen. Das ist jetzt sowieso irgendwie egal. Hallo? Okay, wir sind bei 30 Minuten. Dann können wir jetzt fast mal zumindest den Partstopp von den weiteren Trainer. Du hast. Wir haben also, das waren Hyper Shadow, Groschen und Vor Camper. Alias.
Immer noch Yoshi. Und bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück zum Let's Play. Oh, Wurscht. Mein PC laggt. Nein, zum Let's Play. Wurscht. Ja, Wurscht, du hast recht. Die zwei Software genau verstopfen. Also eigentlich war es jetzt so geplant, dass wir das Ganze jetzt noch eins tiefer versetzen. Und dann platzieren wir dort Glas. Also jetzt pass auf, hier kommt das Wasser hin. Ich kann ja schon mal Glas platzieren. Ja, das kannst du gerne machen. Kommt da hin. Und da kommt wieder Wasser hin. Ah, das stört mich gerade. Das Wasser oder die Erde? Ja, die Erde hier vorne im Blickfeld. Mal ganz kurz was probieren, und zwar hast du einen Eimer dabei? Ja, natürlich habe ich einen Eimer dabei. Geh mal her. Auf vorne. Und zwar, wenn wir jetzt hier einen Source Block hingeben. Mich würde mich interessieren. Eine Sache. Wird die Erde bewässert? Ich habe keine Ahnung. Das wäre eine coole. Das wäre cool, wenn. Ich glaube nämlich eben schon. Wie dem auch sei, das werde ich mal bei Gelegenheit testen. Aber momentan ist es ziemlich wuch. Egal. Was machst du denn da? Ich chille. Was ist hier falsch? Willst du das komplette einmal ausheben an so alles? Ja, das passt. Okay. Hier. Nein, 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 da war's. Du hast gesagt, das Komplette. Das war schon richtig, das war schon richtig. Du hast gesagt, das Komplette. Ich hab gefragt. Schmeiß mal meinen Eimer wir rüber. Aber allerdings auch fast noch ein Feld weitergehen. Ich wette, du hast den Eimer nicht auf voll gemacht, oder? Doch, doch, klar. Ach, echt? Ja. Ich glaube aber so vorausschauend bin ich sogar. Das hätte ich nicht gedacht von dir. Tja. So ein böses klingen mag. Und wie willst du jetzt Wasser in das in der Mitte kriegen? Achso, du machst es einfach da. Toll. Trolli, Trolli. Ja, das ging zu einem zu machen. Leichtes Backusing und schon haben wir zweimal seitwärts bewässert, das ist das ganze Zeug. Und so können wir jetzt hier das anbauen. Warum, was ist daran jetzt automatisch? Das wird jetzt dann noch gezeigt. Und zwar erstmal. Nein, nein, wir können das hier so gleich bauen. Und zwar, was, wir machen das Ganze jetzt ein wenig automatischer. Und zwar folgendermaßen wird es gemacht. Wenn wir jetzt also hier. Wo wir jetzt. Wenn wir jetzt hier einen Source-Block platzieren und das ein wenig gut verstopfen und dann hier einen Source-Block platzieren, mal davon absehen, dass es hier entlang fließt, fließt es nicht so, wie ich das wollte. Interessant. Das ist ungut. Das ist in der Tat ungut. Denn das wirft meine Regelung ein bisschen durcheinander. Kein Ding mehr, ich hab keinen. So, und zwar. Ich verfließt nicht so wie es soll, oder wie verfließt es denn? Es fließt jetzt nach links, nach rechts und nach vorne. Nein, warum fließt es denn hier nicht durch? Oh, will dann hättest du das da hinten legen müssen. Soll ich dir das machen? Nicht das verarschen, dieses Ding. Warum fließt es hier nicht runter? Da musst du es von oben legen erst. Oh man, ich hasse Source-Blöcke, die sind immer so kompliziert. Okay, warte mal, wenn es von oben kommt, dann funktioniert das. Das heißt. Warte.